Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es meine Leseliste für den Juli geben. Der Juni war ein relativ erfolgreicher oder ein sehr erfolgreicher Lesemonat für mich. Darüber erfährt ihr dann mehr in ein paar Tagen in meinem Monatsrückblick. Aber heute möchte ich euch die Bücher zeigen, die ich im Juli lesen will. Leider werde ich wahrscheinlich im Juli nicht dazu kommen, sehr viel zu lesen, weil der Juli ja vollgepackt ist mit Prüfungen in der Uni. Also der Juli ist dieses Jahr mein Prüfungsmonat. Ich habe richtig viele Abgaben, auch andere Sachen. Darum soll es aber überhaupt nicht gehen. Deshalb ist meine Leseliste wieder sehr geschrumpft und ich habe nur ein paar Bücher für euch heute. Ja, das erste Buch, was ich im Juli auf jeden Fall lesen möchte, ist Vox von Christina Dalcher, ein Roman, den ich euch schon des Öfteren gezeigt habe und auch letztens gesagt habe, dass das für mich hoffentlich ein Highlight wird. Es war in meinen Highlight-Vorhersagen mit drin. Es geht um eine Welt, in der Frauen nur noch erlaubt sind, 100 Wörter am Tag zu sprechen. Und ja, was es eben für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, Diskriminierung, Sexismus und all so ein Kram. Ich bin super gespannt auf dieses Buch. Ich erhoffe mir, wie gesagt, auch sehr viel. Ich habe, als ich das Buch bekommen habe, mal vor kurzem irgendwann ganz kurz reingelesen, also so die ersten 5-6 Seiten, das hat mir schon richtig gut gefallen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich weiß auch nicht so wirklich, was jetzt genau die Story ist. Ich vermute mal, dass sich halt dann die Frauen irgendwie dagegen erheben. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Buch. Vox von Christina Dalcher wird auf jeden Fall im Juli gelesen. Als nächstes ein Buch, hier eingeblendet, denn ich habe es noch nicht hier. Goldene Flammen von Liba Dugu. Das ist der erste Band der Grisha-Trilogie. Ich habe in wenigen Tagen, am 7.7. habe ich Geburtstag und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich dieses Buch zum Geburtstag geschenkt bekomme. Und ich möchte es auch direkt lesen. Ich habe da richtig Lust drauf, mal in diese Welt einzutauchen, weil ich schon richtig viel Gutes darüber gehört habe. Und allein dieser Schuba, diese neue Ausgabe, ist einfach so wunderschön. Die muss man einfach haben. Ich weiß gar nicht so wirklich, worum es da geht. Ich habe es gerade nochmal schnell gegoogelt und es geht um die Kartografin Alina, die ja irgendwie in der Armee des Zaren eben als Kartografin dient und dann einem Typen, ich glaube ihrem Schwarm, irgendwie das Leben rettet. Und dabei kommt irgendwie raus, dass sie so leichte übernatürliche Kräfte hat, irgendwie sowas. Klingt auf jeden Fall auch richtig cool. Ich wusste bis vorhin einfach auch noch nicht, worum es geht. Ich habe das extra jetzt für euch nochmal gegoogelt, damit ich hier nicht so mit leeren Händen stehe. Ich freue mich richtig, richtig auf das Buch und ich kann es kaum erwarten, wenn ich es dann bald in den Händen halten darf. So, machen wir direkt weiter. Und zwar eine Fortsetzung. Die Tribute von Panem, Gefährliche Liebe. Das ist der zweite Band, wenn ich mich jetzt nicht vergriffen habe. Nein, der dritte ist Flammender Zorn. Das ist der zweite Band der Tribute von Panem-Reihe. Ich habe im Mai den ersten Band gelesen. Innerhalb von 2 Tagen hatte ich den durch, weil ich richtig begeistert war. Ich kenne die Reihe nicht, also ich habe die noch nie gelesen. Im Gegensatz zu gefühlt allen anderen auf BookTube, die diese Reihe ja kennen. Nur ich nicht. Aber die Filme habe ich gesehen. Genau, ich habe vor ein paar Jahren die Filme gesehen und die haben mir damals auch richtig gut gefallen. Und das, obwohl ich die Story ja schon kenne, bin ich richtig verliebt in den ersten Band gewesen. Es war auf jeden Fall ein ganz klares Highlight für mich. Ich freue mich, weiterzulesen und ich glaube, ich muss nicht wirklich erzählen, worum es in die Tribute von Panem geht. Ein dystopisches Jugendbuch. Ja, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Das glaube ich, wisst ihr alle. Susan Collins, die Tribute von Panem, Gefährliche Liebe. Freue ich mich richtig drauf. So, als nächstes habe ich dann schon wieder eine Fortsetzung und zwar zu einer Reihe, die ich euch jetzt in letzter Zeit richtig oft gezeigt habe. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das immer in die Kamera halte, aber ich habe richtig Lust auf dieses Buch und ich habe es noch nicht lange hier und das ist Zeitrausch, Spiel der Gegenwart, der dritte und finale Band der Zeitrausch-Trilogie von Kim Kestner. Es geht in Zeitrausch um Allison und Allison wird, ja, ihr wird etwas genommen, ein Gegenstand ihres Lebens. Ihr kleiner Bruder, okay, ich kann es ja sagen, es steht ja auch auf dem ersten Mal hinten drauf. Ihr kleiner Bruder, sie wacht auf und ihr kleiner Bruder ist weg. Der ist weg, keiner erinnert sich mehr an den. Und sie fragt sich, was ist passiert, denn sie weiß hundertprozentig, dass sie einen kleinen Bruder hatte. Dann findet sie heraus, dass sie Kandidatin in Top the Realities, eine Spielshow aus der Zukunft ist. Und halt eben, ja, an dieser Spielshow teilnehmen muss, durch die Zeit reisen muss, um ihre Gegenwart
wiederherzustellen. Ja, und dann entwickelt sich daraus eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ich habe es jetzt schon in mehreren Videos gesagt, es gibt die Reihe meines Wissens nach nicht mehr. Die ist nirgendwo mehr vorrätig, weder auf Thalia online noch auf Amazon noch irgendwo. Ich habe auch mal in einer Buchhandlung nachgefragt, die konnte mir auch nicht genaueres dazu sagen, außer dass das auch bei Großhändlern nicht mehr gelistet wird, der erste Band. Also den gibt es gar nicht mehr, der ist komplett rausgenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Reihe neu aufgelegt wird, denn die ist noch nicht so alt, die ist erst von 2018, glaube ich. Ich guck mal schnell nach. Ja, die ist erst von 2018 und die Ausgaben sind ja jetzt auch nicht hässlich, also ich finde die eigentlich auch sehr schön. Wie gesagt, ich glaube eher, dass die Reihe eingestampft wird. Sehr schade, ich habe zum Glück noch alle drei Bände da. Falls ihr den ersten nochmal irgendwo gebraucht bekommt, dann schnappt ihn euch, denn ja, die Reihe ist wirklich gut. Und ich freue mich auf den Abschluss. Geil, ich halt gerade auch im Juli so viel zu tun habe und ich glaube, dass das alles ein bisschen sehr stressig wird mit der Uni und so, habe ich mir halt auch viele Bücher rausgesucht, wo ich weiß, dass die gut werden. Also zum Beispiel Tribute von Panem oder Zeitrausch, da weiß ich, was ich bekomme. Ich habe die ersten Bände doch schon gelesen und deshalb, ja, ich habe mir jetzt nicht so super anspruchsvolle Bücher für den Juli rausgesucht und auch versucht, eher dünnere Bücher zu nehmen, weil ich einfach, glaube ich, ein bisschen abschalten muss und einfach ein bisschen so nebenbei dahin plätschernd lesen muss, weil ich halt so viel zu tun habe. Dann kommen wir zu meinem Entweder-Oder-Buch. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch daran. Das hatte ich vor ein paar Monaten mal eingeführt für meine Leselisten, weil ich mit meinen Leselisten so, ja, irgendwie nicht so ganz warm geworden bin. Letzten Monat gab es das nicht, weil ich da auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Diesen Monat gibt es das wieder. Mein Ziel ist es, schon beide Bücher zu lesen, denn das Entweder-Oder-Buch ist genau das, was es ist. Ich soll entweder das eine oder das andere lesen. Natürlich darf ich auch beide lesen. Mein Ziel ist es, beide zu lesen, aber damit ich mich am Ende des Monats nicht irgendwie abhetzen muss und dann noch schnell irgendwie ein Buch lesen soll, damit ich die Leseliste schaffe. Klar, das ist natürlich total freiwillig. Es ist niemand, der mich auspeitscht, wenn ich meine Leseliste nicht schaffe, aber ich möchte das trotzdem irgendwie, ja, mir so ein bisschen beweisen und ich mache das ja für mich selbst und ich möchte das schaffen und deshalb baue ich mir eben diese Hilfe ein mit dem Entweder-Oder-Buch, dass ich entweder das eine oder das andere lese. So, ich glaube, jetzt habe ich es genug erklärt. Das eine Entweder-Oder-Buch ist Cloud von Claudia Pietschmann. Ein Buch, das ich euch letztens auch gezeigt habe, weil ich es letztens erst bei Rebuy bestellt hatte. Es geht um Emma und Emma ist verliebt in Paul, aber sie kennt Paul nicht. Sie hat Paul bisher nur online, ja, mit ihm gechattet und ihn nicht wirklich kennengelernt. Und dann treffen die sich beiden aber auch irgendwie nicht. Also es wird immer so ein bisschen, ja, rausgezögert. Und sie weiß dann nicht, ist Paul überhaupt real? Gibt es ihn überhaupt? Oder, ja, ist er nur ein Fake oder ist er eben künstlich oder künstliche Intelligenz? Ich vermute jetzt einfach mal anhand des Namens und anhand der Aufmachung des Buches, dass da vielleicht eine künstliche Intelligenz hintersteckt. Fände ich auf jeden Fall irgendwie spannend. Ich hoffe, dass das Buch nicht so sehr mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft, so, oh, Internet ist böse, böse, das hoffe ich irgendwie nicht davon. Da das auch ein Jugendbuch ist, glaube ich, dass es relativ leicht zu lesen ist. Es ist auch unfassbar groß geschrieben. Ich glaube, deshalb, ja, sollte man das eigentlich relativ schnell durchbekommen. Das ist der Grund, warum es hier draufsteht, einfach damit so ein bisschen, damit ich so leichte Bücher habe. Und das hoffe ich mir auch von Cloud, von Claudia Pietschmann. Das zweite Entweder-Oder-Buch und damit auch das letzte Buch auf dieser Liste ist wieder eine Fortsetzung, da ich ja, wie gesagt, gerne Bücher jetzt im Juli lesen möchte, wo ich weiß, was ich bekomme, wo ich weiß, was mich erwartet. Und das ist das Gedächtnis von Babel, der dritte Band der Die Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabot. Da erscheint, oder ist jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen, ist jetzt der vierte Band erschienen. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen gespoilert worden, denn bei uns in der U-Bahn war Werbung für den vierten Band, wo die so ein bisschen erzählt haben, worum es da geht. Ich habe dann schnell weggeguckt, aber wenn man halt irgendwie Schrift sieht, dann liest man das ja automatisch. Ja, das fand ich ein bisschen kacke, dass sie dann irgendwie das so gespoilert haben, weil nicht jeder wird die ersten drei Bände schon gelesen haben. Es war jetzt nicht super schlimm, ich habe ja auch nur irgendwie den ersten Satz gelesen. Trotzdem irgendwie doof, finde ich, hätte man irgendwie besser vermarkten können. Naja, auf jeden Fall ist das eine ganz tolle Reihe, die wunderschön aussieht. Ihr seht, ich habe eigentlich auch alle drei Bände immer hier so on Display stehen hinter mir. Die ersten beiden seht ihr da ja auch. Es geht um Ophelia, die in einer Welt lebt, die, ja, die ist in Archen aufgeteilt. Das sind so fliegende Inseln und ja, sie wird verheiratet an eine von Machtspielen durchtriebene Arche, an die Arche Pol, an eine sehr, ja, Pol, wie ich schon sagt, wie am Nordpol. Es ist schneit, es ist kalt und sie wird eben an den, ja, etwas verschlossenen Thorn, ich glaube, der heißt Thorn, ja, Thorn, verheiratet und dann entwickelt sich halt eben so ein bisschen was. Die Reihe hat im zweiten Band so eine Richtung genommen, die mir nicht ganz so gut gefallen hat. Es ging so sehr in die Erklärrichtung, warum ist das so?
Das finde ich bei Büchern immer so semi-gut. Also ich habe gerne Bücher, wo halt einfach das so hingenommen wird. Das ist jetzt so, die Welt ist so und so aufgebaut, Punkt, aus, Ende. Viele Erklärungen, finde ich, nehmen einem immer so ein bisschen was weg. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt im dritten Band weitergeführt wird. Wird es jetzt alles irgendwie zu Tode erklärt? Dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Spaß mit dem Buch. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich mag die Charaktere auch alle sehr gerne. Deshalb bin ich sehr gespannt auf das Gedächtnis von Babel von Christelle Dabo. Achso, ich habe übrigens eine Sache vergessen zu erwähnen. Und zwar habe ich ja diese 20 für 2020 Challenge. 20 Bücher, die ich in 2020 lesen möchte. Und da habe ich jetzt im Mai kein einziges von gelesen. Und damit es halt noch so hinkommt, weil ich wollte so ungefähr 2 Bücher pro Monat lesen, damit das halt am Ende passt, habe ich jetzt 3 Bücher übrigens auf meiner Juli-Leseliste. Und das ist hier einmal das Gedächtnis von Babel, Zeitrauschband 3 und Tödliche Spiele ist der erste Band, oder? Ja, Tödliche Spiele ist der erste Band. Gefährliche Liebe. So, Gefährliche Liebe, das sind alles 3 Bücher von meiner 20 für 2020 Liste, damit ich da so ein bisschen aufhole. Gut, okay, das war's jetzt aber auch. Ich kann euch ja hier nochmal die Bücher hochhalten, zumindest die ich jetzt da habe. Das sind alle 5 Bücher möchte ich auf jeden Fall lesen, mit der Grischer-Trilogie, dann das Entweder-Oder-Buch. Ich hoffe, dass es doch die 6 werden. Gerade so, ich habe meine letzte Prüfung am 24. Juli, das sind dann ja noch ungefähr 7 Tage, die ich dann noch hätte. Vielleicht schaffe ich dann da ja noch ein paar Bücher irgendwie nachzuholen und da dann noch ein bisschen viel zu lesen in der letzten Juliwoche. Aber da ich nicht weiß, wie viel ich davor zum Lesen komme, eben diese geschrumpfte Leseliste. So, das war's. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt, auch wenn es jetzt nicht so viele Bücher waren und auch wenn es eigentlich alles Bücher waren, die ich euch schon mal gezeigt habe. Aber trotzdem muss es ja hier ein Leselistenvideo geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Bücher ihr so in nächster Zeit lesen wollt. Macht ihr euch überhaupt Leselisten oder ist das nichts für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das interessiert mich immer sehr. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Finde ich richtig schön. Das macht richtig Spaß. Dafür mache ich den Bums hier ja überhaupt. So, das war's jetzt. Das war's jetzt wirklich. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Bis dahin.